Leute, was geht? Ich bin Becky, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch und mit einem neuen, diesmal nervigen Weihnachtspulli, ja. Da sind so viele solche Glöckchen dran, die gehen dann irgendwann mal so auf die Nerven, aber dieser Pulli ist trotzdem besonders, der kann was anderes Cooles, okay? Und ich muss den unbedingt nochmal anziehen vor Weihnachten. Ich finde eigentlich das Rentier auch süß. Einige finden ihn vielleicht voll hässlich, aber ich mag den Pulli so gerne. Ja, nur du kannst ihn halt nicht lange tragen, das ist halt der Nachteil, aber egal. Ich wollte ihn unbedingt haben, denn, Moment, ich muss es euch demonstrieren, er hat eine Lichterkette drin. Seht ihr das? Braucht man das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nur, wenn man so ein Weihnachtsfreak ist wie ich. Leute, wer von euch hat Frozen 2 schon im Kino gesehen? Der macht jetzt Hände hoch in die Kommentare, also ich. Leider nicht. Shame on me, wirklich. Shame on me. Ich wollte den unbedingt gucken. Ich mag Frozen so gerne. Aber ja, ich muss es noch irgendwie vor Weihnachten schaffen. Ich finde, das gehört zur Winterzeit und im Januar ist das doof. Also ich muss ihn noch irgendwie im Dezember gucken. Auf jeden Fall habe ich passend dazu, also falls ihr es auch nicht gesehen habt, seid nicht traurig. Ich habe einfach mal eine Entweder-Oder-Challenge mit Elsa oder Anna gefunden. Und ich dachte mir, warum nicht das einfach mal machen? Mal gucken, was mal rauskommt. Was meint ihr, seid ihr? Elsa oder Anna? Schreibt es euch jetzt in die Kommentare. Und ja, macht unbedingt mit. Holt euch einen Stift oder einen Zettel oder irgendwas davon. Und führt meine Strichliste. Was kommt bei euch raus? Also ich habe ja diesmal wieder das Gefühl, ich habe wieder eins. Ich werde Anna. Ich weiß nicht warum, aber... ich glaube, das kommt mal raus. Also ich finde ja Elsa eigentlich auch ganz cool. Aber Anna ist mehr so die Quirlige, die Verrückte. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, Anna kommt bei mir raus. Ich würde sagen, wir fangen jetzt aber an. Wir labern nicht so viel. Springt unbedingt den Daumen nach oben, wenn ihr mehr von diesen Entweder-Oder-Challenges sehen wollt. Ich muss versuchen, mich weniger zu bewegen, bevor ich hier die ganze Zeit rumklingel. Und ich würde sagen, wusch. So, kommen wir schon zum ersten. Und oh mein Gott, ich drehe durch. Ich glaube, das ist ein Traum von jedem, einmal in so einem Schloss zu leben, oder? Also ich meine, Schlösser können echt manchmal ein bisschen creepy sein, aber auch echt mega schön. Schaut euch mal das bei Elsa an. Also zumindest in der Winterzeit wäre das mal voll nice, da drin zu übernachten. Einmal wenigstens. Ich finde, das sieht echt wunderschön aus. Und bei Anna ist auch irgendwie so eine Art Schloss. Wo würdet ihr lieber wohnen? Also... ich definitiv Elsa momentan. Okay, warum kann ich mir gut vorstellen, dass die es tatsächlich so tragen würden? Auch Anna, dieses Kleid. Sowas von. Es könnte echt so ein Elsa und so ein Anna-Kleid sein. Aber ich bin jetzt nicht so der dunkle Mensch. Ich würde, glaube ich, echt lieber das Kleid bei Elsa nehmen. Oh mein Gott, kommt nachher am Ende Elsa raus oder was ist los? Okay, irgendwie passt das schon wieder. Also Elsa würde definitiv ein blaues Kleid tragen, definitiv. Und Anna, ich denke auch sowas in der Art, ne? Wenn sie so ein richtig heftiges Prinzessinnenkleid tragen müsste, dann bestimmt auch sowas in der Richtung. Hm, aber was finde ich jetzt schöner? Ich finde beide Farben so toll. Das ist voll fies. Aber, ich glaube, ich würde doch lieber das Elsa-Kleid nehmen. So voll ein auf Elsa machen. Voll. Was für ein Wechsel auf einmal. Also, entweder schwarze Cola. Ich meine, die Dose sieht echt cool aus. Oder einen schwarzen Hund. Aber ich glaube, da muss man nicht lange überlegen. Mal ganz im Ernst, du nimmst direkt Anna, oder? Nimmt jemand von euch lieber die Cola statt den kleinen Hund? Ne, okay, vielleicht einige, die Katzen lieben. Aber ich würde definitiv den Hund nehmen. Wenn Anna damit vorfahren würde, ich würde so lachen in dem Film. Wozu Schlitten, wozu Kutsche, wenn du auch so ein Audi, keine Ahnung, was ist das, R8 oder sowas haben kannst? Jo, also wir haben die Auswahl zwischen einem iPhone oder einem richtig teuren Audi. Und ich muss sagen, ich glaube, ich würde Anna nehmen. Wow. Entweder, oh mein Gott, aber ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Wer kann es nicht denken? Ihr habt jetzt 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 2, 1. Wer hat es richtig erraten? Ich würde Anna nehmen. Oh nö, das ist schon wieder so schwer. Was soll ich nehmen? Ich glaube, ich nehme Anna. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ja, ich finde es irgendwie ganz schön. Ich mag rosa und irgendwie passt das gut zusammen. Also ich nehme einfach mal Anna. Aber ich mag das Kleid bei Elsa auch. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass Elsa sowas tragen würde im Sommer, wenn es nicht gerade schneit bei ihr und super kalt ist. Ja. Oh mein Gott. Beides ist so schön. Mann, das ist so schwer. Also bei Elsa haben wir so ein richtig schönes Regenbogenkleid. Und bei Anna, oh, so viele Herzboxen mit Rosen drin. Wie süß und schön ist das? Hm, was nehme ich? Was nehme ich? Was würdet ihr nehmen? Das ist richtig schwer dieses Mal. Ich finde das Kleid schön, aber ich finde das rechts auch schön.
Elsa oder Anna? Elsa oder Anna? Ich nehme einfach mal Anna, weil ich da direkt hingeguckt habe. Wieder mal echt schwer und wieder mal etwas, wo ich mich echt eigentlich gar nicht entscheiden kann, aber ich wähle Anna jetzt einfach mal. Okay, definitiv ein Outfit, was keine von den beiden tragen wird. Also bei Elsa finde ich das Outfit eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ich muss sagen, mir gefällt das bei Anna besser. Ich weiß nicht, ich mag die Sneaker mehr und diese roten Streifen auf dem weißen Anzug. Irgendwie gefällt mir das mehr. Das andere sieht ein bisschen herbstlicher aus. Keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal Anna. Und schon wieder ein Outfit, für welches würdet ihr euch entscheiden? Also ich glaube, obwohl ich so Jogging-Sachen und so echt gerne mag und das links bei Elsa ein bisschen lockerer aussieht, ich finde das bei Anna irgendwie schöner. Ich mag die Sneaker mit der Hose. Das Oberteil, klar, ist ein bisschen knapp, aber ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Also ich nehme einfach mal Anna. Und Sneaker, oh, das ist so schwer. Air Force oder Vapor Max? Das ist so schwer. Ich glaube, momentan geht meine Liebe mehr zu Air Force, also nämlich die Air Force. Ich finde, die sehen echt nice aus. Wo gibt es die? Oder sind die selbst angemalt? Könnten auch selbst angemalt sein. Wow, okay. Becky und High Heels. Ciao. Ist jetzt nicht so, dass ich damit nicht laufen kann, aber ich finde die halt sau unbequem. Und wieso solltest du das täglich antun? Aber mal halt so ein Kleid sieht das echt total schön aus oder zu besonderen Anlässen. Beide glitzern auf jeden Fall und das finde ich schon mal mega geil. Aber ich glaube, ich würde eher Elsa nehmen. Irgendwie mag ich die Form mehr. Und schon wieder ein Outfit und ich muss sagen, ich würde definitiv Elsa tragen. Anna ist zwar ganz süß, aber ein bisschen too much für mich. Aber ich glaube, wenn du so ein Softgirl-Vibe hast und Style, dann ist das eher was für dich. Weil das würde bestimmt ganz süß aussehen, wenn du so offene Haare hast, mit so Klammern drin und dann so Sneaker dazu. Bestimmt echt süß. Aber an mir würde das nicht so gut aussehen, glaube ich. Echt viel zu kitschig an mir. Oh mein Gott, ist das schön! Ist das ein Hochzeitskleid? Ich glaube schon, oder? Also bei Elsa finde ich das Kleid auch echt schön. Ich mag die Form und so weiter, aber ich glaube, ich würde eher das von Anna wählen. Das glitzert mega schön. Ich mag das, dass es hier so ein bisschen bedeckt ist. Und das ist so ein Prinzessinnenkleid. Und oh mein Gott, das, ich weiß nicht. Das ist voll auffällig. Ich mag das total gerne. Ich nehme Anna. Wow, das ist Holo. Das ist Holo. Aber ich glaube, ich würde eher den Rock bei Anna nehmen. Ich glaube, den kann man besser kombinieren, als den richtig heftig pinken. Ja, ich nehme den stinknormalen Holo-Rock. Okay, wir haben eine Auswahl zwischen Schuhe, in denen Becky nicht laufen würde und nochmal Schuhe, in denen Becky nicht laufen würde. Welche würde ich mehr nehmen? Ich glaube links, bei Elsa, in denen kannst du besser laufen. Aber die rechts würden, glaube ich, zu mehr Sachen passen. Ich nehme einfach mal Anna, obwohl die total hoch sind und es auf Dauer echt wehtun wird, damit rumzulaufen. Aber wir haben ja nur die Auswahl zwischen diesen beiden Schuhen, also ich nehme Anna. Und nochmal, also diesmal nehme ich wieder Anna, aber wirklich, weil die mir besser gefallen als die bei Elsa. Ich weiß, ich mag irgendwie das Gold nicht an den schwarzen Schuhen. Deswegen nehme ich Anna, aber die sind echt auch wieder so hoch. Oh mein Gott. Deine Knöchel werden brechen. Wirklich jetzt, die sind so hoch. Ich würde gar nicht wissen wollen, wie es ist, wenn du damit umknickst. Das tut doch bestimmt sau weh. Und schon wieder, aber diesmal, nein. Ich weiß nicht, würde ich die schwarzen nehmen? Aber die passen zu mehr. Die rosanen sehen auch echt süß aus. Ach, ich nehme jetzt einfach mal Anna. Ich nehme die schwarzen. Okay, das ist schon wieder so ein Kleid, was ich mir bei Elsa echt gut vorstellen könnte. Was finde ich jetzt aber schöner? Blau oder lila? Das ist schon wieder diese schwere Frage. Blau oder lila? Ich nehme jetzt einfach mal wieder Elsa. Keine Ahnung. Ich komme einfach nicht drüber hinweg. Ich muss mich für Elsa entscheiden. Ich kann einfach nicht Anna wählen bei sowas. Ich finde, das ist einfach so in meinem Kopf drin und ich finde das einfach mega schön und ja, wer will nicht einmal bitte Elsa sein? Also, obwohl ich das links echt mega krass finde, ich nehme einfach mal Anna. Keine Ahnung, irgendwie hat das was. Ich weiß nicht, was das da unten sein soll. Blätter? Blüten? Ich glaube eher Blüten. Blätter würde weniger Sinn machen, aber ey, das ist so krass. Also beide Kleider sind krass, aber ich bleib bei Anna. Und schon wieder, für welche würdet ihr euch entscheiden? Also ich muss sagen, irgendwie sehen die bei Anna ein bisschen hochwertiger aus und ein bisschen schöner. Ich würde die einfach nehmen. Wow, okay, da muss man mich nicht lange fragen. Ich würde Elsa nehmen. Oh mein Gott, das ist so schön. Rosa und hellblau. Traumkombination.
Ich finde das rechts bei Anna auch heftig, aber ja, ich nehme Elsa. Elsa ist sowas von schön. Ich will einfach so ein riesiges Kleid tragen. Einmal, das wäre sowas von cool. So Leute, jetzt brauche ich euer Ergebnis unten in den Kommentaren. Was seid ihr geworden? Mein Bauchgefühl lag richtig. Ich bin Anna geworden. Oh mein Gott. Mein Bauchgefühl liegt in letzter Zeit wirklich richtig. Echt ein bisschen unheimlich. Auf jeden Fall will ich gerne wissen, was ihr geworden seid. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb. Bye.